Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute soll es um das Thema gehen, wie war dein Leben vor der Diagnose und was hat sich nach der Diagnose verändert? Ganz oft erreicht mich die Frage, Tina, wie ging es dir denn die ganzen Jahre, bevor du erfahren hast, dass du diese Krankheit hast? Und was ist passiert ab dem Tag der Diagnose? Was hat sich verändert? Was hat sich vielleicht sogar entwickelt dadurch, ja, zum Positiven zum Teil auch? Nun ja, ihr wisst ja, dass ich seit meinem 11. Lebensjahr Diabetes habe, den Typ 1. Das heißt, ich muss spritzen und zwar täglich mehrfach. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ich eigentlich ein ganz normales, ganz gewöhnliches, schlankes, sehr aktives Mädchen. Ich blende euch am besten hier oben auch nochmal die Story ein zu mir, was ihr auf jeden Fall schon mal anschauen solltet oder schon mal angeschaut haben solltet. Zu mir, zu meinem Verlauf, zu meinem ja, gesundheitlichen Verlauf auch, den dürft ihr natürlich gerne nochmal anschauen. Und ja, was hat sich seitdem getan? Gut, der Diabetes war ein kleines bisschen schuld auch mit daran, dass ich zugenommen habe. Definitiv. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn vielleicht der Diabetes nicht in mein Leben gekommen wäre. Vielleicht wäre ich niemals übergewichtig geworden, vielleicht hätte ich auch niemals Probleme gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall hätte ich niemals von irgendjemandem mir sagen lassen, dass ich irgendwann mal Probleme mit dem Gewicht haben werde, geschweige denn überhaupt so eine Diagnose wie Lipödem bekomme. Ja, also das war für mich eigentlich nie das Thema. Ich war, wie gesagt, kerngesund, ich war schlank und ich hatte definitiv keine Probleme mit dem Gewicht. Tja, dann kam, wie gesagt, der Diabetes und das ganze Theater ging los. Letzten Endes, habe ich vor der Diagnose Lipödem, die ich ja leider offiziell erst 2015 erhalten habe, sehr, sehr viele Diäten gemacht. Ich habe immer wieder abgenommen. Ich habe es auch immer wieder geschafft, zuzunehmen, leider. Ja, der böse Jojo-Effekt und die vielen, vielen Diäten, die ich gemacht habe, die haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Trotzdem habe ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nie damit gerechnet, dass ich sowas wie eine Krankheit habe. Es war mir immer klar, dass irgendwas mit den Beinen nicht stimmt. Ja, das hat man offensichtlich auch gesehen, aber für mich war es bis dato einfach normal. Dann habe ich ja durch eine Bekannte bzw. deren Rat hin einen Arzt besucht, einen Facharzt. Damals war ich bei einem Phlebologen, der mir die Krankheit dann bestätigt hat. Und naja, es war für mich auf jeden Fall erstmal ein Schock, aber so im Nachhinein, wenn ich jetzt zu meinem jetzigen Stand überlege, wie war mein Leben vorher und wie ist es jetzt, muss ich sagen, ich bin dankbar, dass ich die Diagnose erhalten habe, weil ich bin mir jetzt zum Zeitpunkt sicher, hätte ich die Diagnose Lipödem nicht erhalten, hätte ich wahrscheinlich, ja, ziemlich sicher die Kurve nicht bekommen zum Thema Gewicht und Übergewicht. Ja, ich hatte damals ein Höchstgewicht von fast 110 Kilo und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt schon, dass ich so eine Art Essstörung habe. Es war immer alles noch so ein bisschen, es waren alles so dunkel, also ich bin wirklich im Dunkeln getappt. Ich wusste bis dato nicht so wirklich wie, wo, was. Es hat sich dann alles so Jahr für Jahr einfach herauskristallisiert, bis es dann hieß, ja, ich leide an einer Essstörung, die dann mehr oder weniger ja auch verantwortlich war für dieses viele Auf und Ab, für immer wieder Versuche abzunehmen, immer wieder Versuche, das Gewicht zu halten, bestimmte Dinge im Alltag, im Essverhalten zu ändern. Aber das war einfach immer so, dass mit meinen Beinen was nicht stimmte. Wie gesagt, ich habe dann die Diagnose Lipödem erhalten und ab dem Moment war es für mich sowas wie, okay, es war jetzt nicht immer alles meine Schuld, dass meine Beine so aussehen, weil es steckt tatsächlich eine Krankheit dahinter. Das war, wie gesagt, am Anfang ein Schock, aber irgendwie auch so ein bisschen eine Erleichterung, weil ich einfach wusste, okay, ich hätte gar nichts viel anders machen können, als das, was ich getan habe, um irgendwie ja, mit dem Ganzen klarzukommen, mit dem Gewicht klarzukommen, mit meinem Selbstbewusstsein klarzukommen. Das hat natürlich auch alles so ein bisschen immer mit dem Gewicht bei mir zu tun gehabt. Und ab dem Moment, wo ich die Diagnose erhalten habe, hat das alles so ein bisschen, ich konnte durchatmen. Ich wusste erstmal, okay, es liegt nicht alles tatsächlich nur an mir, sondern es ist wirklich eine Krankheit. Und da kann man
unter Umständen vielleicht einfach nicht so viel erreichen wie jemand, der eben kein Lymphödem hat, ja, also zumindest was die Abnahme angeht. Ich bin dann ja auch auf Reha, auch dazu wird es noch einen kleinen Beitrag geben über die Erfahrung zu meinem Reha-Aufenthalt, der kommt demnächst. Und das hat mir so ziemlich krass die Augen auch geöffnet, weil ich da zum ersten Mal gesehen und erfahren habe, was die Krankheit ist, wie die Krankheit enden kann und inwiefern sie überhaupt beeinflussbar ist. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, ich habe ja dann die Kompression bekommen, ich habe Lymphdrainage bekommen und ihr müsst euch vorstellen, die Kompression wird ja maßangefertigt. Das heißt, sie hat nicht einfach wie eine Jeanshose, die nicht mehr passt, dass man sich eine neue kauft, sondern sie wird maßangefertigt. Das ist eine medizinische Kompressionsversorgung, speziell auf die Beschwerden mit Lymphödem ausgelegt. Und die kann man nicht einfach mal so schnell im Laden wechseln in eine Nummer größer oder kleiner, sondern da steckt einiges mehr dahinter. Und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt, okay, Tina, irgendwas muss passieren, damit du einfach diese Gewichtsschwankungen in den Griff bekommst und dein Gewicht abnimmst, peu à peu, und dann versuchst zu halten. Und dann habe ich ja natürlich auch noch viele, viele Experimente gemacht, viele, viele Dinge ausprobiert. Einige sind gut gegangen, andere weniger gut. Einige haben mir sehr geholfen, andere, ja, da war kein Effekt da. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man da definitiv auch tun kann, wenn man das normale Übergewicht loswerden möchte. Und das ist mir tatsächlich auf kurz oder lang gelungen. Ich habe über 30 Kilo abgenommen, halte mein Gewicht jetzt seit ja, einiger Zeit. Ich würde jetzt mal so ganz grob sagen, 3 Jahre ungefähr. Es ist natürlich immer ein bisschen Gewichtsschwankung da. Bei mir ist ganz extrem ausschlaggebend, wie viel ich mich bewege. Ja, da merke ich dann sofort auch an den Beinen einen Unterschied, was die, was die Spannung auch angeht, also wenn ich mich viel bewege, wenn ich die Kompression regelmäßig trage, was ich ohnehin tue, ich trage sie tagtäglich von morgens bis abends, versuche wirklich viel Bewegung am Tag einzubauen und wenn ich nur, keine Ahnung, 500 Mal die Treppen rauf und runter gehe, jetzt übertrieben gesagt, ich versuche immer wieder zwischendrin, auch wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite, einfach Bewegung einzubauen, damit wirklich die Kompression ihre Arbeit tun kann oder bei der Arbeit sozusagen des Lymphabflusssystems helfen kann, unterstützen kann. Und das hat mir eigentlich den Effekt gebracht, dass ich auf kurz oder lang durch die Kompression wieder vermehrt auch Sport machen konnte, dadurch auch abnehmen konnte und natürlich durch die Ernährungsumstellung bestimmte Dinge, die ich einfach verändert habe, die mir leicht gefallen sind, die ich auch immer wieder gerne im Coaching mit integriere, die gerne angenommen werden. So habe ich es eigentlich geschafft, mein Leben zu verändern. Und wenn mich heute jemand fragt, wie war dein Leben vorher und wie war dein Leben nach der Diagnose, dann sage ich immer, vorher war es okay, aber es war ein ständiger Kampf mit dem Gewicht. Es war ein ständiges Auf und Ab. Es war immer wieder der Kampf gegen sich selber, weil ich mich so nicht akzeptieren konnte, weil ich mich mit dem Gewicht nicht akzeptieren konnte, weil ich immer so sein wollte und mich auch viel verglichen habe mit Menschen, die eben kein Lymphödem haben, weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ich wollte immer so schlank sein wie all meine Freundinnen, wie meine Kollegen, wie die Kinder aus der Nachbarschaft. Ja, also es war für mich einfach nicht zu akzeptieren, dass ich nicht so stark abnehmen kann, dass ich niemals aussehen werde wie ein Strich in der Landschaft. Dementsprechend hat sich durch die Diagnose dahingehend vieles zum Positiven gewandt, weil ich jetzt einfach weiß, okay, das, was ich erreicht habe, das habe ich erreicht, weil ich mir auch habe zum Teil nichts sagen lassen. Ja, die Ärzte haben immer behauptet, ich könne nicht abnehmen und das geht ja nicht und ist alles nicht möglich und auch Sport bringt nichts und hin und her. Und ich habe mir nichts sagen lassen. Ich habe dann für mich selbst angefangen zu recherchieren und wieder zu experimentieren und ich habe es geschafft. Und muss jetzt sagen, ich bin froh, jetzt aktuell, dass die Ärzte mir damals gesagt haben, dass ich es nicht kann. Weil das hat mir so viel Motivation und so viel Mut und so viel Ehrgeiz geschenkt, dass ich tatsächlich es allen zeigen wollte. Ich wollte nicht in irgendeine Schublade geschoben werden, von wegen, du bist dick, du bleibst dick, du hast Lymphödem, du kannst nichts verändern.
Ich wollte das den Leuten zeigen. Ich wollte zeigen, dass man auch mit Lipidem und Übergewicht definitiv ein normales Gewicht erreichen kann, insofern die Krankheit natürlich in einem nicht extrem fortgeschrittenen Stadium ist. Jemand, der dieses Elefantitis zum Beispiel schon hat, bei dem ist es wieder was anderes. Aber es gibt so, so, so viele Frauen und vor allem junge Mädels, die Lipidem haben und übergewichtig sind, bei denen man definitiv was tun kann und auf jeden Fall sollte, weil was uns Betroffenen auf jeden Fall immer, immer, immer bewusst sein sollte, ist, dass wenn wir jetzt nicht handeln und nichts tun, dass sich das Ganze irgendwann mal, ja, wie soll ich sagen, ins Negative entwickeln wird. Also es wird sich irgendwann mal an unserer aktuellen Nicht-Eigenverantwortung übernehmen, rächen. Und wenn man mal in einer Reha war, wo ausschließlich solche betroffenen Menschen mit Lymphödem behandelt werden, dann kann man erkennen, welche Ausmaße die Krankheit haben kann, insofern man sich gehen lässt, insofern man nichts tut. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, zu 100%, zu 1000% sicher, wäre ich nicht so konsequent gewesen und hätte ich durch diesen Reha-Aufenthalt nicht gesehen, was passieren kann und hätte mich weiterhin ja, gehen lassen und vielleicht mich aufgegeben, wie es ja auch viele, viele, viele von uns Betroffenen tun, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen, weil die Diagnose einfach für viele so ein Schlag ins Gesicht ist, dann wäre ich heute nicht so, wie ich jetzt bin. Und deswegen kann ich die Diagnose eigentlich nicht als was Negatives sehen, sondern eher als was Positives, weil es hat mir einfach wieder den Mut und die Kraft gegeben, an mir zu arbeiten. Ich kann meine Gesundheit wieder schätzen, ich kann meine Mobilität schätzen. Ich versuche, so gut es geht und so viel wie es geht, dafür zu tun, damit ich so lange wie möglich mobil bin, dass ich beschwerdefrei bin. Ich habe, wie gesagt, das Coaching entwickelt, um anderen damit auch Mut zu machen, um andere damit an die Hand zu nehmen, weil ich weiß, dass viele es alleine nicht schaffen. Und auch ich hätte es damals wahrscheinlich nicht alleine geschafft, hätte ich nicht von allen Seiten so viel Negativität bekommen und nicht plötzlich so viel Ehrgeiz entwickelt, um einfach allen das Gegenteil zu beweisen und zu zeigen. Ich hoffe, ich kann die ein oder andere Betroffene etwas wachrütteln, weil mir liegt das Thema Lipidem und Übergewicht sehr am Herzen. Ich habe mittlerweile sehr viele Klienten, die dadurch tolle, tolle, tolle Ergebnisse erzielt haben. Und ich bin schon längst nicht mehr eine von ein paar wenigen, die damit abgenommen haben. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Betroffene, die wirklich Großartiges erreichen konnten. Man muss es einfach individuell sehen. Und was man nie verlieren sollte, ist die Hoffnung und der Mut. Denn wenn wir uns aufgeben, dann sind wir im Prinzip schon verloren. Und wenn wir auch mal Phasen haben, in denen es nicht so gut läuft, ja, die gibt es auch bei mir. Ich bin kein perfekter Mensch. Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich denke, oh Mann, jetzt reicht es aber langsam mal wieder, jetzt könnte es auch mal wieder bergauf gehen. Die hat jeder von uns. Und es gibt auch Tage, da stehe ich vor dem Spiegel und denke mir, oh Mann, wie schön wäre es, wenn ich einfach kein Lipidem hätte. Wie schön wäre es, wenn ich kein Diabetes hätte. Wie schön wäre es, wenn ich nie dick gewesen wäre. Wie würde ich dann aussehen? Ja, also es gibt so Momente, aber man sollte und darf nie, nie, nie vergessen, einfach mal auch zurückzuschauen, was hat man denn schon erreicht? Jetzt gerade auch in dem Fall, wo Betroffene schon so viel erreicht haben. Einfach mal innehalten und mal schauen, was habe ich denn bis hierhin schon erreicht? Ja, also man darf das nicht vergessen. Man darf viele Dinge nicht einfach so selbstverständlich sehen. Und da möchte und hoffe, dass ich euch damit die Augen ein bisschen öffnen konnte und dass ihr die Diagnose nicht erstmal als Feind anseht, sondern dass ihr es als, naja, Geschenk ist jetzt übertrieben, aber versucht das Beste draus zu machen. Ich bin immer der Meinung, es gibt bestimmte Dinge, die sind vielleicht einfach so vorherbestimmt und stellen uns vielleicht so ein bisschen auf eine Prüfung. Ich sehe es tatsächlich als eine kleine Prüfung, weil wir können aus noch so schlechten Situationen und Dingen, noch so großen Problemen immer irgendwo auch was Positives rausziehen.
Und das muss uns einfach bewusst werden, dass wir uns da nicht, ja, nicht, wie soll ich sagen, dass wir den Fokus richtig setzen, dass wir den Fokus auf das Gute setzen. Das Gute an der Krankheit, ja, also ich liebe meine Kompression, ich liebe es, darin Sport zu machen, ich liebe es, wieder die Beweglichkeit zu haben, dieses Übergewicht losbekommen zu haben, dass ich mich wieder, ja, dass ich einfach wieder so ein bisschen ins Reine mit mir gekommen bin. Das war ich vor der Diagnose nie. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Diäten gemacht. Und wenn ihr das Video schaut und vielleicht Parallelen seht und vielleicht auch in der Lage seid, euch ans Herz zu fassen, zu sagen, Mensch, das klingt ja wie bei mir, ich würde auch so gern was verändern, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr dürft mir jederzeit schreiben, ihr dürft euch jederzeit meine Fallstudie anschauen. Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir ja bald zusammen an deinem Ziel. Es ist definitiv Unglaubliches möglich. Man muss für sich selbst entscheiden, ob man was ändern möchte und inwiefern man was ändern möchte und ob man überhaupt ja noch die Lebensqualität und Lebensfreude schätzen will und kann, weil das Leben ist einfach viel zu kurz, um es irgendwie unglücklich und mit Schmerzen zu verbringen. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir alle das gleiche Recht, ein glückliches und gesundes Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich freue mich über Kommentare unter dem Video, unter der Aufnahme. Ich freue mich über jedes Like, abonniert den Kanal, teilt die Videos, wenn euch die Inhalte gefallen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Eure Tina.